danke erstmal für die Einladung. Als sie mich ereilt hat, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, da bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Da Antiamerikanismus jetzt nicht unbedingt eines der Schwerpunktthemen meiner Forschung ist. Ich saß dann erstmal da und habe mir überlegt, gut, was sagt man zu dem Thema? Ist das nicht alles ein alter Hut? Hat sich das nicht alles sozusagen erledigt? Oder was heißt erledigt? Gibt es dazu was Spannendes oder Neues zu sagen? Der Wahlkampf in den USA hat mich bestärkt darin, dass man durchaus einiges dazu sagen kann. Also selten war ich so irritiert, dass Leute aus meinem durchaus politisch interessierten Umfeld sich auf einmal unglaublich engagiert haben, obwohl sie nicht mal wahlberechtigt sind und teilweise mich auch belästigt haben mit der Frage, würde ich denn wählen gehen und wen würde ich wählen? Selbst meine Schüler schienen das zu interessieren. Ich habe mich dazu entschieden, nicht wählen zu gehen, aber mit einer gewissen Befremdlichkeit habe ich dieses Engagement von allen Seiten wahrgenommen, von Leuten, die eigentlich besser wissen sollten oder von denen ich dachte, dass sie besser wissen würden, dass Wahlen tendenziell relativ wenig ändern, weil sich das alles in gewissen Strukturen abspielt, die individuelle Entscheidungsfreiheiten für politische Amtsträger einschränken. Umso befremdlicher ist es, dass auf der einen Seite Leute der Meinung sind, die Welt würde untergehen, wenn Obama verliert, und auf der anderen Seite Leute der Meinung waren, dass ein Sieg der Republikaner irgendwie das Weltgeschehen entscheidend zum Guten wenden würden. Trotzdem schien mir das immer noch zu wenig, um daraus einen Vortrag zu machen. Irgendwie schien mir das immer noch alles ein wenig fremd als Thema. Ich war schon kurz davor zu sagen, wie Karl Kraus, zu dem Thema fällt mir nichts ein. Als ich feststellen musste in meinem privaten Leben als Halbamerikaner, dass sich doch einiges geändert hat. Und zwar war es recht einschneidend für mich, als ich feststellen musste, das, was mir früher in meinem Leben mich einiges vorangebracht hat, nämlich die Tatsache zu sagen, ich bin Amerikaner, was zu viel Interesse geführt hat und durchaus mir meine erste Verabredung mit einem Mädchen ermöglicht hat, sollte sich an einem Abend in der Dortmunder Disco als Fiasko herausstellen, als ich eine nette junge Dame kennengelernt habe und mir dachte, wow, wir kommen aus einem ähnlichen Milieu. Da gibt es einige kulturelle Gemeinsamkeiten und im Laufe des Gesprächs, als man sich so annäherte, irgendwie durch Zufall fiel, dass ich in den USA aufgewachsen bin und Halbamerikaner war und anstatt, dass sich die Dinge in meinem Sinne entwickelten, auf einmal feststellen musste, dass ich den restlichen Abend mich rechtfertigen musste dafür. Und das schien mir doch ein gravierender Wandel zu sein aus den Zeiten von früher, als ich aufgewachsen bin, als einem sozusagen der Verweis auf die eigene Kindheit in den USA gereicht hat, zum Beispiel zu verhindern, dass irgendwelche arabischstämmigen Jugendlichen in den Niederlanden einem das Fahrrad klauen, weil die das alles so interessant finden und einen erstmal cool fanden. Heutzutage würde ich eher davon ausgehen, dass sie einem im schlimmsten Fall ein Messer in den Rücken rammen. Das Problem bei dem Thema stellt sich aber trotzdem im Gegensatz zu dem Thema, das mir näher liegt, dem Antisemitismus, dass man ja mit einigem Recht vieles an den USA kritisieren kann. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Deswegen werde ich auch in dem Vortrag mich eher auf theoretische Fragmente beschränken und nicht versuchen, das Ganze anhand von empirischen Beispielen zu zerlegen. Weil für jedes Beispiel, das ich geben würde, was die Anti-Amerikaner den USA vorwerfen, könnte man mit einigem Recht sagen, ja, das stimmt in den meisten Fällen. Die Frage ist bloß, warum wird ihnen das vorgeworfen und in welchem Kontext. Insofern scheint mir es sinnvoller, sozusagen Fragmente des Anti-Amerikanismus darzustellen und wenn ich das zeitlich schaffe, auch noch was zum islamischen Anti-Amerikanismus zu sagen. Der Anti-Amerikanismus selbst beruht meines Erachtens auf einer Ansammlung von Ressentiments, die nicht unbedingt einen konkreten Anlass oder Grund benötigen, um in der Art Öffentlichkeit artikuliert zu werden. Kritisiert man die Politik der USA, und ich denke in dem Fall ist es sekundär, ob es eine Kritik an der Innen- oder der Außenpolitik ist, dann kann man mit der Zustimmung seiner Gesprächspartner häufig rechnen, denn der Anti-Amerikanismus beruht auf einem Reflex, der die Irrationalität seines Anliegens kaschiert, indem er sie als rationales politisches Interesse ausgibt. Port hat das ganz gut zusammengefasst, als er schrieb, er, also gemeint ist der Anti-Amerikanismus, ist Ausdruck nicht einer durchdachten, kontinuierlichen politischen Gegnerschaft, sondern der Anti-Amerikanismus ist die eine Seite einer Hassliebe und darin dem Antisemitismus verwandt, der den Juden im wechselnder Folge alles Gute und alles Schlechte nachsagt und sie, dabei nur den eigenen triebökonomischen Bedürfnissen gehorchend, je nach Bedarf mystifiziert und dämonisiert.
diesem Zusammenhang kann man das vielleicht auch sehen, dass man durchaus auch die Reaktion bekommen kann, alles an Amerika ist toll oder diese Faszination mit Amerika, dem Land der unbegrenzten Freiheit, genauso wie diesen Hass auf Amerika. Ich denke, das sind tatsächlich zwei Seiten einer Medaille im gewissen Sinne. Im Anti-Amerikanismus verkommt das Loblied Goethes auf die neue Welt zum Ressentiment. Goethe schrieb einst, Amerika, du hast es besser als unser Kontinent der Alte, hast keine verfallenen Schlösser und keine Basalte. Dich stört nicht im Innern zu lebendiger Zeit und nützes Erinnern und vergeblicher Streit. Für Goethe besteht die europäische Tradition, symbolisiert durch die verfallenen Schlösser, in einer langen Geschichte sinnloser Kriege und vergeblichen Streits, die wie ein Schatten über der Gegenwart ruhen. Die Offenheit und Freiheit der jungen amerikanischen Nation lobt Goethe explizit. Denn die Freiheit von den Schatten der Vergangenheit korrespondiert mit der Möglichkeit, die eigene Zukunft frei zu gestalten. Im Gegensatz zu Goethe, der die Geschichtslosigkeit der USA eine Befreiung von der Last der europäischen Geschichte sieht, wird im Anti-Amerikanismus diese Geschichtslosigkeit als Mangel an Kultur interpretiert. Für den Anti-Amerikaner besitzen die USA keine Geschichte, keine Tradition und keine Kultur. Das heißt, die USA sind geschichtslos modern und werden aus diesem Grund für die allgemeinen Entwicklungstendenzen und Erscheinungsformen des modernen Kapitalismus verantwortlich gemacht, mit denen sie zum Teil gleichgesetzt werden. Paul Hollander definiert Anti-Amerikanismus wie folgt. Anti-Amerikanismus ist die Anfälligkeit für Feindseligkeit den Vereinigten Staaten und der amerikanischen Gesellschaft gegenüber, ein unbarmherzig kritischer Impuls gegenüber amerikanischen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Institutionen, Traditionen und Werte. Er geht einher mit einer Aversion gegen amerikanische Kultur und ihren Einfluss im Ausland, verachtet häufig den amerikanischen Nationalcharakter oder das, was dafür gehalten wird, mag amerikanische Menschen, Stile, Verhalten, Kleidung und so weiter nicht, lehnt die amerikanische Außenpolitik ab und ist fest davon überzeugt, dass amerikanischer Einfluss und amerikanische Präsenz wo auch immer auf der Welt schlecht sind, so Hollander. Diese Definition des Anti-Amerikanismus von Hollander benennt deutlich, dass es sich bei dem Anti-Amerikanismus um ein Ressentiment handelt. Und dieses Ressentiment richtet sich gegen all jenes, was dem Anti-Amerikaner als amerikanisch gilt. Wobei es eben nur sekundäre Rolle spielt, ob der Gegenstand des Hasses politischer, persönlicher oder kultureller Natur ist. Die Frage, die Hollander eigentlich nicht beantwortet, ist jene nach dem Verhältnis von Anti-Amerikanismus und Moderne. Ich hoffe, ich werde da zumindest ein paar Hinweise darauf geben können, wie das zusammenhängt. Um die Frage nach der Aktualität des anti-amerikanischen Ressentiments in Deutschland und Europa zu beantworten, bietet es sich an, einen Blick auf die Berichterstattung über den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zu werfen. Oder um es mit den Worten einer Romanfigur von Ross Thomas auszudrücken, Zitat, ich kaufte mir den Spiegel, um mich über die jüngsten deutschen Vorurteile zu informieren. Über den amerikanischen Nationalcharakter schrieb Hegel einst, dass dieser in der Richtung des Privatmannes auf Erwerb und Gewinn in dem Überwiegen des partikularen Interesses, das sich dem Allgemeinen nur zum Behufe des eigenen Genusses zuwendet, bestehe. Diese Aussage Hegels könnte heute in einem der mannigfaltigen Manifeste des Anti-Amerikanismus stehen. Schließlich fundiert die anti-amerikanische Ideologie auf der Vorstellung, die USA seien die Gesellschaft, in der nur Egoismus und Geld regieren. Insofern verwundert es nicht, dass die amerikanische Präsidentschaftswahl von den deutschen Medien zur Schicksalswahl stilisiert wurde. Schließlich ging es, wenn man dem Stern Glauben schenkt, bei den Wahlen um nicht weniger als die Entscheidung zwischen zwei Ideologien, zwischen dem solidarischen Wir und dem Ich, der USA vor 100 Jahren. Einer Studie des German Marshall Funds zufolge hätten 87% der Deutschen für das solidarische Wir gestimmt, demzufolge ein Staat mehr ist als eine Ansammlung von Individuen, die sich auf gemeinsame Institutionen beziehen.
angesichts dessen, dass Holländers Definition zufolge der Anti-Amerikanismus sich gegen jeglichen amerikanischen Einfluss und jegliche amerikanische Präsenz in der Welt ausspricht, erscheint es widersprüchlich, dass die Europäer sich positiv auf einen amerikanischen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten beziehen. Dieser positive Bezug auf ein vermeintlich anderes Amerika, das sich grundsätzlich von dem inkriminierten Amerika unterscheidet, gehört zum Repertoire der antiamerikanischen Agitation. So wie zum Beispiel die meisten Antizionisten und Antisemiten sich gerne auf einen Juden berufen, der ihre Meinung teilt, beziehungsweise von dem sie ihre Meinung angeblich übernommen haben. Die Berufung auf ein anderes kritisches Amerika soll die eigene antiamerikanische Haltung legitimieren. Dann Diener schrieb dazu, das zur Identifikation einladende antiamerikanische Bild vom anderen Amerika legt nämlich nahe, hier offenbare sich die Entgegensetzung zu Amerika in Amerika selbst. Dabei handelt es sich jedoch um eine liebgewonnene Täuschung, denn dieses andere Amerika, dieses Amerika ist man selbst. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass in Deutschland Obama zum Vertreter des Wir stilisiert wird. Thematisiert wird nicht die reale Politik Obamas, sondern mittels einer erstaunlichen Projektionsleistung wird Obama zum ideellen Präsidenten der Welt, der als das kritische Amerika unsere Interessen im Herzen der Weltmacht auch gegen die weltpolitischen Interessen der USA vertreten soll. Die Gegner des Zwei-Parteien-Systems der USA würden Obama mit 87% zum Präsidenten wählen. Ein Ergebnis, das selbst in einem Zwei-Parteien-System oder gar einer von einem Diktator manipulierten Wahl kaum zu erreichen sein dürfte. Im Gegensatz zum rassistischen Ressentiment gehört die Selbsttäuschung mittels eines positiven Bezugs auf ein anderes Amerika zum antiamerikanischen Ressentiment dazu. Der Antiamerikanismus ist Diener zufolge ein ideologisch befrachteter Rationalisierungsversuch, die unübersichtlich gewordenen Lebenswirklichkeiten und Lebenswelten durch projektive Schuldzuweisung an das definitiv andere erträglich zu machen. Das heißt, Amerika gilt dem Antiamerikaner als moderne Entgegensetzung des geschichtlich gewordenen europäischen Selbst. Im Gegensatz zum rassistischen Ressentiment wird Amerika nicht seine Fremdheit vorgeworfen, sondern dass es trotz gemeinsamer Wurzeln anders ist. Anders im Sinne des anderen als Ausdruck abgespaltener eigener innerer Anteile. Die USA dienen im Antiamerikanismus als Projektionsfläche für die geschmähten und exorzierten Anteile der Zivilisation. Die USA stehen im Antiamerikanismus für den globalen Kapitalismus an sich, den zu zügeln, aber gerade nicht abzuschaffen, die Europäer angetreten sind. Deutlich wird dieses Ressentiment an der These, in den USA herrscht eine reine Erwerbskultur, wohingegen in Europa der Wert eines Menschen unabhängig von seinem Einkommen bestimmt wird. Die vermeintlich widersprüchliche Tendenz, dass Menschen zugleich zu mehr Individualität angehalten werden, um gleichzeitig in einer geschichtslosen Masse unterzugehen, ist, wenn man Horkheimer und Adorno folgt, kein Widerspruch an sich. Die Scheinindividualität der Subjekte unterm Kapital ist nichts anderes als Ausdruck auf sich selbst zurückgeworfener, entsubjektivierter Subjekte, die ihre individuellen Bedürfnisse der Massenkultur und den Produktionsanforderungen opfern müssen. Diese allgemeine Tendenz in der Moderne, dass es sich bei Menschen nur noch um Funktionsträger einer Produktions- und Unterhaltungsmaschinerie handelt, findet als Ressentiment seinen Ausdruck in der Vorstellung, in den USA sei die Arbeit charakterlos, das heißt die richtige Erkenntnis, dass es sich bei Arbeit im Kapitalismus um bloße Tätigkeit als reine Funktion handelt, wird zum Ressentiment gegen Amerika. Dem antiamerikanischen Ressentiment korrespondiert die beständige deutsche Suche nach der Selbstfindung im Beruf. Dass die Amerikaner sich nicht positiv auf das Glück in der Arbeit beziehen, sondern vielmehr auf ihr Einkommen, das privates Glück ermöglichen soll, gilt dem Europäer als oberflächliche Fixierung auf das Geld. Was dabei vergessen wird, ist,
dass das Kapitalverhältnis nicht dem Willen der handelnden Subjekte folgt, sondern sich vielmehr hinter deren Rücken und persönlichen Gesetzen folgend reproduziert. Das heißt aber auch, dass der Versuch, Arbeit und Kunst sinnstiftend zu erklären oder besser zu verklären, scheitern muss, da der Glaube an das Glück und den Sinn der eigenen Tätigkeit nicht den Sinn oder die Qualität des Produkts dieser Tätigkeit verbirgt. Kritisch wäre vielmehr nur ansatzweise derjenige, der zweckrational erkennt, dass der Sinn der Arbeit nicht in der Arbeit selbst zu suchen ist, sondern vielmehr im Erwerb eines Einkommens, das zumindest in einem gewissen Maße die eigene Reproduktion zu sichern vermag. Christoph Waltz hat im Zuge der Oscarverleihung ein ganz interessantes Zitat gebracht, und zwar: In Amerika werden Filme wie Kunstwerke gemacht und wie Handelswaren verkauft. In Deutschland ist das umgekehrt. Ich denke, das sagt einiges aus über das Verhältnis zur Tätigkeit und wie man sie versucht, sozusagen sinnstiftend als Kunst zu verklären in Europa, wohingegen in den USA durchaus bewusst ist, dass man zwar mit viel, wer Hollywood-Filme guckt, wird ihre qualitative Überlegenheit, denke ich, anerkennen müssen, mit viel Kunst und Geschick diese Produkte teilweise hergestellt werden, aber letztendlich man sich bewusst ist, dass es um nichts anderes geht, als sie zu verkaufen. In Deutschland zum Beispiel geht man davon aus, dass diese ganzen miesen Filme, mit denen man beschallt und genervt wird, tatsächlich künstlerisch wertvolle Produkte sind, die man eigentlich nicht verkaufen muss. Was natürlich auch daran liegt, dass in Deutschland der Kunstbetrieb fast vollständig subventioniert wird. Insofern ist es relativ egal, ob sich irgendjemand dafür interessiert. Das verbirgt aber nicht, dass das in der Herstellung das Produkt sozusagen irgendeinen künstlerischen Wert besitzt. Wer die USA als Personifikation der kapitalistischen Bewegungsgesetze kritisiert, leistet keinen Beitrag zur Kritik des Kapitalverhältnisses. Kritisiert er doch ausschließlich einen spezifischen Inhalt des Kapitalverhältnisses, was zur Folge hat, dass im Anti-Amerikanismus die USA als der konkrete schlechte Teil des Kapitalverhältnisses bestimmt werden, der zu bekämpfen ist. In dieser Aufspaltung des Kapitalverhältnisses in gute und böse Teile wird eine barbarische Krisenlösung antizipiert, ähnlich wie im Antisemitismus. Hierin wird deutlich, dass die Mechanismen des Anti-Amerikanismus verwandt sind mit jenen des Antisemitismus. Die Rolle, die die Juden für den Antisemiten spielen, nämlich dass auf ihn die negativen Teile des Kapitalverhältnisses projiziert werden, die es zu beseitigen gilt, nimmt im Anti-Amerikanismus die USA ein. Diener schreibt dazu: In mancher Hinsicht lässt sich Anti-Amerikanismus gar als eine weitere Stufe in der über den Antisemitismus hinausgehenden Verweltlichung der Judenfeindschaft verstehen. Obschon die Phänomene aufgrund ihrer höchst unterschiedlichen Genesis keineswegs identisch sind, stellen beide doch so etwas wie weltanschaulich gehaltene Reaktionen auf die Moderne dar. In antiamerikanischer wie in antisemitischer Rede finden sich affine Bilder und Metaphern evoziert, vor allem solche, mittels deren Phänomene der Zirkulation als Ursprung allen Unheils denunziert werden. Das Geld, der Zins, die Börse, ja, der Kommerz schlechthin. Den Vereinigten Staaten wird von den Anti-Amerikanern vorgeworfen, sie streben nach Weltherrschaft und Kontrolle aller Märkte, was zur Zerstörung gewachsener Gemeinschaften, Kulturen, Religionen und Blutsbanden führt. Rammstein kritisieren den amerikanischen Kulturimperialismus in ihrem Song Amerika. Zitat: Nach Afrika kommt Santa Claus und vor Paris steht Mickey Maus. Dass ohne Amerika in Paris deutscher Wein und deutsches Lied dominieren würden, ist der deutschen Rockband kein Wort wert. Im antiamerikanischen Geiste stehen sich Rammstein und Bin Laden daher relativ nah. Bin Laden schreibt zum Beispiel in Bezug auf die USA, Zitat: Ein Feind, gemeint sind die USA, dringt bei euch ein, um euer Geld zu stehlen. Ihr sagt zu ihm: Du willst mich bestehlen. Er antwortet: Nein, ich verteidige mein Interesse. Die Verwandtschaft von antiamerikanischem und antisemitischem Ressentiment zeigt sich auch darin, dass Antisemiten und Antiamerikaner die Existenz Israels auf die Vereinigten Staaten zurückführen. Wie sie auch die These vertreten,
dass die Vereinigten Staaten unter zionistischem Einfluss stehen. Im einen Fall wird Israel zum imperialistischen Vorposten der USA im Nahen Osten und im anderen Fall sollen angeblich Juden oder Zionisten die Regierung der USA kontrollieren, um die Existenz Israels zu sichern. Der antisemitische Vorwurf, die Juden hielten sich für ein auserwähltes Volk, das sich über den Rest der Menschheit erhaben sieht, wird auch den Amerikanern gemacht. Und wie der Antisemit den Juden immer jene Verbrechen bezichtigt, die er selbst begehen möchte, so bezichtigt der Anti-Amerikaner die USA vor keinem grauenhaften Verbrechen zurückzuschrecken. So konnte man der Roten Fahne vom 24.03.2013, also ganz aktuell, unter dem Titel Imperialer Faschismus lesen, dass die USA darauf abzielen, unabhängige Staaten abhängig zu machen. Taktiken umfassen Drohungen, Destabilisierung, Gewalt, Sanktionen und Krieg, falls andere Methoden versagen. Selbst einem Atomkrieg gegen den Iran würde Obama in Erwägung ziehen, so der Autor des Artikels. Wie den Israelis gegenüber den Palästinensern, so wird den USA weltweit Nazi-ähnliches Vorgehen vorgeworfen. Beide hätten sich als Nachfolger der Nazis qualifiziert. So führen zum Beispiel die USA den spartakistischen Antiimperialisten zufolge einen Blitzkrieg, mit dem sie weltweit ihre Interessen als Herrenvolk durchzusetzen beabsichtigen. Gerade die antiimperialistische Spielart des Antiamerikanismus verwendet nicht zufälligerweise regelmäßig Begriffe wie Blitzkrieg, Faschismus und Herrenvolk, wenn sie über die USA schreiben. Suggerieren diese Begriffe doch eine Analogie zwischen der Politik der Vereinigten Staaten und der Politik der Nationalsozialisten. Diese Form der antiamerikanischen Agitation deutscher Antiimperialisten zielt auf eine projektive Entlastung ab, die es den linksdeutschen Freunden der Volksbefreiungsideologie ermöglicht, sich mit Deutschland trotz seiner nationalsozialistischen Vergangenheit zu identifizieren. Die eigene Schuld wird rationalisiert, indem man unterstellt jene, die den Nationalsozialismus zu Fall gebracht haben und die den geliebten Führern den Selbstmord getrieben haben, seien genauso schlimm wie die deutschen Verbrecher. In diesem Kontext wird auch regelmäßig auf den Völkermord an den Indianern Bezug genommen, um eine verbrecherische Gemeinsamkeit von nationalsozialistischer Judenvernichtung und der Geschichte der USA anzudeuten. Gerade die heroische Tragik der Indianer als eine Gruppe, die sich gegen die materialistische Moderne wehren und dieser zu entfliehen versuchen, aber letztlich von dieser vernichtet werden, fasziniert dabei die Europäer. Die eigene Angst vor der aufkommenden modernen Zivilisation ermöglicht die Identifikation mit den Indianern. Diese werden aber auf einer anderen Ebene gleichzeitig als das andere wahrgenommen. Das Verhältnis zu den amerikanischen Ureinwohnern bleibt für die Europäer notwendigerweise ambivalent. Fragt man einen deutschen Antiimperialisten nach der Kultur und der Geschichte der amerikanischen Ureinwohner, erfährt man meist recht wenig. Denn letztlich dient das antiimperialistische Interesse an den Indianern und auch an den Palästinensern nur dem eigenen Ressentiment gegen Amerikaner und Juden. Der deutsche Antiimperialismus stellt in erster Linie eine gemeinsame ideologische Volksfront von linken und rechten Antiimperialisten her. Bis 1945 besaßen die Rechten in Deutschland und Europa größtenteils ein Monopol auf das antiamerikanische Ressentiment. Aber mit der Niederschlagung des Nationalsozialismus und der damit einhergehenden Niederlage Deutschlands wurde nach 1945 sukzessive der Hass auf Amerika auch ein Anliegen der linken Jugend Deutschlands. Während der Amerika-Hass der Alten insofern in Schach gehalten wurde und zum Teil noch wird, als sie sich aus strategischen Gründen auf die Seite der reformierten Herrschaft geschlagen haben, hat sich ein Teil der jungen Linken entschieden, Deutschland gegen die neue Autorität die Treue zu halten und am Antiamerikanismus festzuhalten. Die Generation der 68er bereitet dem neuen Deutschland den Weg. Indem diese Generation dem Irrtum aufsaß, dass ihr Anti-Amerikanismus und Antizionismus antifaschistisch sei, gelang es ihr, den deutschen Volksgeist zu retten. Nur indem der nationalsozialistische Geist im antifaschistischen Gewand auftrat, konnte der Geist des neuen Deutschlands in die Gegenwart überführt werden.
Deutlich wird dies, wenn man sich vor Augen führt, wie häufig, selbst von Konservativen, die besondere deutsche Verantwortung angeführt wird, wenn man mal wieder etwas an den Vereinigten Staaten oder Israel auszusetzen hat. In der Gegenwart richtet sich der Anti-Amerikanismus vor allem gegen den War on Terror. Folgt man der anti-amerikanischen Ideologie, dann versuchen die USA nicht mehr, die Welt in erster Linie ökonomisch und durch kulturelle Entfremdung zu kontrollieren, sondern sie sind dazu übergegangen, die Welt per militärischer Intervention zu unterwerfen. Für die anti-imperialistischen Feinde der USA steht fest, dass das Völkerrecht über dem Menschenrecht steht. Das heißt, Recht ist nicht universell gültig, sondern nur insofern es von einem Souverän gesetzt und durchgesetzt wird. So verwundert es auch nicht weiter, wenn behauptet wird, die USA würden das Völkerrecht in Bezug auf Staaten missachten, die die fundamentalen Menschenrechte ihrer eigenen Bürger mit Füßen treten. Der Friedenswille der Anti-Imperialisten bezieht sich vor allem auf jene Staaten, die man von den USA schützen möchte. Auch wenn diese Staaten selbst es nicht für nötig halten, ihren Bürgern fundamentale Bürgerrechte zuzusprechen. Lieber eine Welt von marodierenden Banden und islamistischen Diktatoren als einen einzigen Krieg, an dem die Vereinigten Staaten erfolgreich teilnehmen. So lautet das Motto vieler antiamerikanischer Linken und Rechten in Europa. Es überrascht daher kaum, dass die antiimperialistische Koordination aus Wien regelmäßig Geld für den irakischen Widerstand gegen die USA sammelt. Und mit diesem Geld ehemaligen Anhängern Saddam Husseins, islamistischen Banden und Taliban-Kämpfern Anschläge auf GIs, der Kollaboration mit den USA verdächtigten Irakis und die irakische Zivilbevölkerung zu finanzieren. Um das Wohlergehen der irakischen Bevölkerung geht es den Feinden der USA jedenfalls nicht. Sonst würden sie nicht jene Terroristen unterstützen, die mit aller Macht jeglichen irakischen Wohlstand durch Sabotage der Ölförderung und Mord verhindern wollen. Der Verweis, dass es den USA nicht in erster Linie um die Verbesserung der Lebensumstände mittels eines War on Terror geht, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber nur weil die USA jene Terroristen bekämpfen, die sie ehemals selbst finanziert und ausgebildet haben, heißt das nicht, dass der Krieg gegen den Terror grundsätzlich abzulehnen ist. Ohne militärische Intervention wäre es nicht gelungen, die Macht der Taliban, zumindest in Kabul, zu brechen, auch wenn es momentan so aussieht, als ob dieser Krieg nicht mit der Demokratisierung und Befreiung Afghanistans enden wird. Angesichts der islamistischen Terror-Records ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass ein Kurswechsel notwendig war, um die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Letztlich zählen die praktischen Resultate einer militärischen Intervention und diese Resultate entsprechen nicht notwendigerweise den Interessen und Motiven der handelnden Akteure. Das müsste gerade geschulten Marxisten einsichtig sein. Eine Kritik amerikanischer Kriegspolitik wäre nur dann legitim, wenn sie sich mit den Resultaten der militärischen Intervention, vor allem aber auch den positiven Ergebnissen, auseinandersetzt, anstatt mit einer kategorischen Gesinnungstreue dem Ressentiment zu dienen, bis in die selbstverschuldete Unmündigkeit oder den götterdämmerischen Untergang hinein. Die Entdeckung und Eroberung der neuen Welt steht heute stellvertretend für das Ausgreifen einer grenzenlos angelegten bürgerlichen Gesellschaft, schreibt Diener, für das die Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht werden. Verantwortlich gemacht werden die USA für die kapitalbedingte Nivellierung der vielfältigen Kulturen und Lebensformen in der Moderne. Die universell beklagte Verlust vertrauter Lebenswelten und tradierter Gewissheiten kennt demnach nur die USA als Verursacher. Jenen omnipräsenten Ort und Moloch der Moderne, der von lüsternen, welterobernden Begierden angetrieben wird, so Diener. Die Vereinigten Staaten gelten dem Anti-Amerikaner als der Ort, an dem das Geld regiert. Der Vorwurf lautet, die USA besitzen kein Gemeinwesen im eigentlichen Sinn, da sie nur durch das Kollektiv individueller Eigeninteressen an der Akkumulierung von Geld zusammengehalten wird. Die USA gelten dem Anti-Amerikaner als Land der unbegrenzten Konkurrenz.
die auf einem abstrakten, nicht völkischen Rechtsuniversalismus begründete Staatlichkeit der USA, der zufolge ein Staat aus einer Ansammlung von Individuen mit individuellen Interessen besteht, die sich auf gemeinsame Institutionen beziehen, gilt dem Anti-Amerikaner als Nachweis, dass es sich bei den USA nicht um einen Staat im eigentlichen Sinn handelt. Die Unterstellung, bei den USA handelt es sich um einen Staat, dessen Recht nur das Eigeninteresse reguliert und schützt und das dabei nicht auf ein wie auch immer geartetes Wir Rücksicht nimmt, findet ihre weltpolitische Entsprechung in der These, dass die Amerikaner ihr universelles Rechtsverständnis nur dazu benutzen, um ihre politischen Interessen, das heißt die Interessen des Geldes, rücksichtslos durchzusetzen. Die USA zeigen an der Welt kein Interesse, außer es geht darum, sie zu beherrschen. So lautet die These der Anti-Amerikaner. Was keinen Profit verspricht, das interessiert die amerikanische Politik nicht. Zugleich wird von den USA erwartet, dass sie in das weltpolitische Geschehen eingreift, um die Beschlüsse der UNO und damit internationales Recht durchzusetzen. Dabei wird übersehen, dass die USA trotz ihres universalen Rechtsanspruchs immer auch ein Staat mit eigenen Interessen bleiben müssen. Die Abstraktheit der USA besteht für den Anti-Amerikaner in seiner vermeintlichen Nichtstaatlichkeit als Vertreter eines nicht-völkischen Menschenrechtsuniversalismus, dem eben dieser Universalismus und Mangel an Staatlichkeit vorgeworfen wird. Auf der anderen Seite wird dem Weltpolizisten USA vorgeworfen, er sei ein Staat mit eigenen Interessen und Sicherheitsbedürfnissen und somit nicht geeignet, das universale Recht global durchzusetzen. Der Anti-Amerikanismus wirft folglich den USA beständig vor, dass sie nicht eingreifen und dass sie eingreifen. Amerikanische Politiker vertreten in den Augen der Anti-Amerikaner nur das staatliche Eigeninteresse der USA, das heißt die Interessen des grenzenlosen universellen Kapitals, was zur Folge haben soll, dass kein amerikanischer Präsident ein echtes Interesse an den Belangen der Menschheit zeigt. Exemplarisch dafür ist die vom Spiegel am 23.10.2012 veröffentlichte Behauptung, dass weder Obama noch Romney echtes Interesse an der Weltreligion Islam zeigen. Der Vorwurf lautet, die USA zeigen kein Interesse an Gemeinschaften und Kulturen, weil sie selbst nur eine Gemeinschaft von Individuen sind, ohne kollektives Denken und gemeinsame Kultur und Tradition. Die Europäer hingegen besitzen eine gemeinsame Kultur, ein kollektives Denken, ein ökologisches Bewusstsein, ein Verständnis für die Bedürfnisse der Völker und Religionen der Welt und die Bereitschaft, für das Kollektiv zu wirtschaften, anstatt nur individuell Kapital zu akkumulieren. Selbst der Rechtsuniversalismus der Vereinigten Staaten wird angezweifelt, zeigt doch, wie Emanuel Topp schreibt, die Parteinahme für Israel, die Abkehr Amerikas vom Universalismus. Im Spiegel vom 23.10.2012 klingt das dann folgendermaßen, Zitat. Der Präsident hat sich nach seinen frühen Avancen an die muslimische Welt kaum um Fortschritt dort gekümmert. Ernsthaft treibt ihn nur die Bedrohung durch Irans Atomprogramm um. Romneys Programm für die Region wiederum scheint aus bedingungsloser Unterstützung für Israel zu bestehen. Drohnen wollen Demokraten und Republikaner sowieso ungehemmt in den Nachbarländern fliegen lassen. Welche Nachbarländer das sein sollen, ich glaube nicht, dass Drohnen nach Kanada fliegen sollten, aber das vielleicht weiß der Autor auch mehr als ich. Vielleicht meinte er Israels Nachbarländer. Ja, vielleicht. Aber auch da fliegen, glaube ich, keine Drohnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Vereinigten Staaten beuten nicht nur die Welt aus, vielmehr verzichtet ihr Präsident, wie dem Zitat zu entnehmen ist, darauf, den Islam Avancen zu machen. Und stattdessen wird bedingungslos Israel unterstützt und zu guter Letzt töten die Amerikaner ohnehin in aller Welt mit Hilfen von Drohnen. Was, wie jeder gute Europäer weiß, ziemlich feige ist. Schließlich gehört es sich, sein Leben auf dem Schlachtfeld aufs Spiel zu setzen. Haben die europäischen Anti-Amerikaner erstmal den amerikanischen Menschenrechtsuniversalismus als Lüge enttarnt, können sie die USA und Israel als Schurkenstaat ins Visier nehmen.
Zitat, ein vielsagendes Zitat von Peter Sloterdijk. Der Begriff Rogue State, mit Schurkenstaat, übrigens sehr unglücklich ins Deutsche übersetzt, hat in der westlichen Politik seit einigen Jahren Hochkonjunktur. In der Biologie steht Rogue für das wieder ausgewilderte Einzelgängertier, das abseits der Herde durch den Busch streift. Die beiden Rogue States der gegenwärtigen Weltpolitik sind, so gesehen, die USA und Israel, die jede Art von Alignment mit den internationalen Staatengemeinschaft aus dem Grundsatz ihres Selbstverständnisses heraus ablehnen, weil sie beide davon ausgehen, dass Nicht-Israelis bzw. Nicht-Amerikaner sich in die besondere Situation dieser beiden Länder nicht einfühlen können, so Sloterdijk. Sowohl Israel als auch die USA werden dafür verantwortlich gemacht, dass die vertraute und traditionelle Welt der Menschen von einer modernen und globalen Gesellschaft immer mehr aufgelöst wird. Die regressive Sehnsucht nach einer vermeintlich besseren, einfacheren und natürlicheren Weltordnung findet in der antisemitischen und antiamerikanischen Projektion ihren Ausdruck. Angesichts dessen, dass bis heute selbsternannte Antifaschisten ihre Genugtuung über die Anschläge vom 11. September auf das World Trade Center bekunden, wird deutlich, dass es sich beim Antiamerikanismus nicht um einen harmlosen europäischen oder islamischen Spleen handelt. Die Nähe des antiamerikanischen Ressentiments zum antisemitischen wird deutlich, wenn die Apologeten der Anschläge vom 11. September nicht zögern, die Rolle Israels in der Welt als Begründung für die Attentate von New York und Washington anzuführen. Entgrenzung und Maßlosigkeit kennzeichnen Verschwörungstheorien und Rachefantasien, die den Terror verständlich machen sollen. So verteidigte damals der ehemalige RAF-Anwalt Horst Mahler die Anschläge vom 11.09. mit den Worten, Zitat, die militärischen Angriffe auf die Symbole der mammonistischen Weltherrschaft sind eminent wirksam und deshalb rechtens. Die politischen Pamphlete vieler Linker, die sich auch gerne antiimperialistisch nennen, zeichnen sich meist dadurch aus, dass sie wie Mahler grundsätzlich die amerikanischen und jüdischen Opfer der von ihnen gutierten oder verübten Gewalt zu Tätern stilisieren, die mit ihrer angeblichen Macht, Gier, Rücksichtslosigkeit und Bösartigkeit den Hass der Täter auf sich gezogen haben sollen. Wobei in den antiimperialistischen, faschistischen, nationalsozialistischen und islamistischen Ideologien immer mehr die Differenz von Antisemitismus, Antizionismus, wo es diesen jemals getrennt vom Antisemitismus gegeben haben sollte, und Antiamerikanismus verschwimmen. Die zweite Videobotschaft Bin Ladens nach dem 11. September 2001 verdeutlicht dies, wenn er erklärt, dass der Terrorismus gegen Amerika es verdient, angepriesen zu werden, weil er eine Antwort auf das Unrecht ist und darauf abzielt, Amerika zur Beendigung seiner Unterstützung für Israel zu zwingen. Am 30. Oktober 2004 erklärte Bin Laden im Namen von Al-Qaida nochmals, dass wir niemals daran gedacht hätten, die Türme zu zerstören, wenn wir nicht solche Ungerechtigkeit und Unterdrückung von dem amerikanisch-israelischen Bündnis gegen die unsrigen in Palästina und im Libanon erlebt hätten, sodass wir, als das Maß voll war, daran gedacht haben. Für die antisemitischen Feinde der USA verkörpern diese das global agierende Kapital erst dann vollständig, wenn hinter den USA die Juden als Drahtzieher der Wirtschaft und Politik gesehen werden. So führt der Antisemit und Theoretiker des Nationalsozialismus Rosenberg zum Beispiel aus, dass das gesamte öffentliche Leben der USA von der Politik über die Presse bis hin zur Wirtschaft und Arbeiterschaft in der Hand von Juden sei. Wie alle antisemitischen Demagogen setzt er auf das Einverständnis seiner Leser und verzichtet auf jegliche Belege zugunsten von kryptischen Formulierungen und Aufzählungen. Trotzdem fallen Antiamerikanismus und Antisemitismus nicht in eins, obwohl der Antiamerikanismus immer mit dem Antisemitismus vermittelt ist. Der Unterschied zwischen beiden Ideologien besteht darin, dass im Antisemitismus Juden als abstrakte Macht projiziert werden, die überall im Dunkeln operiert, während die USA einen realen Ort für die Antiamerikaner darstellen. Anders gesagt, die Juden werden von den Antisemiten mit der abstrakten Macht des Geldes und des Kapitals gleichgesetzt,
Während im Anti-Amerikanismus die USA als einzige Gesellschaft, in der nur das Geld regiert, fantasiert werden. Abschließend vielleicht noch ein paar Sachen zum explizit momentan gefährlichsten Form des Anti-Amerikanismus, dem islamistischen Anti-Amerikanismus und dessen Ursachen. Das ist jetzt ja auch nur was Fragmentarisches. Die in den muslimischen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts stark ausgeprägte anti-westliche Haltung bleibt oder bis heute eine ihrer identitätsstiftenden Säulen. Und mit dem fanatischen Willen, keinen jüdischen Staat auf arabischem Boden zuzulassen, gewann auch der Islam wieder an gesellschaftlicher Bedeutung. Die Befreiung vom Kolonialismus und der damit einhergehenden Durchsetzung eines globalen Weltmarktes als Konkurrenz souveräner Staaten ließ die islamische Welt sich für einen Moment als geschichtsmächtig begreifen. Das Hochgefühl des Sieges über die westlichen Kolonialmächte stärkte dabei den Glauben an die Überlegenheit des eigenen Gesellschaftsmodells. Es schien den Gläubigen undenkbar, dass sie ökonomisch an der Moderne scheitern könnten. An dem unerfüllten Versprechen der Aufklärung, dass die Verfolgung des Eigeninteresses zum Wohle aller ausschlägt, muss der Versuch einer Verknüpfung von Religion und einer modernen bürgerlichen Gesellschaft endgültig scheitern. Denn die sich als naturwüchsig begreifende islamische Gesellschaft versteht sich als überlegenes Kollektiv und somit muss ihr das Verfolgen von Eigeninteressen immer dann als schädlich erscheinen, wenn dieses nicht dem allgemeinen Wohl dient. Jegliches die Gesellschaft transzendierendes Moment geht dabei verloren. Der zurückgedrängte religiöse Glaube kehrt in diesen Gesellschaften als regressiver Aberglaube zurück, jener Sehnsucht nach einem frommen Leben im kollektiven Elend. Die Aufklärung schlägt um in ihr Gegenteil, der Wahnvorstellung von geteiltem Leid als halbem Leid, in der schon den Gedanken an individuellen Glück, an individuelles Glück und Befriedigung der Verrat am Mitleidenden immanent zu sein scheint. Da der Islam in den Augen der Islamisten aber schon seiner Bestimmung nach eine universelle Überlegenheit zukommt, können seine Niederlagen nur als das Werk äußerer und zersetzender Bestrebungen wahrgenommen werden. Das nicht begriffene Abstrakte wird dabei zwangsläufig personifiziert, scheinbar als dem bösen Willen derer geschuldet, die vom Glauben abfallen und sich dabei anmaßen, Herrschaft aus egoistischer Gewinnsucht auszuüben. Für Al-Qaida steht dabei zum Beispiel fest, dass die Ungerechtigkeit, die in Saudi-Arabien vorherrscht, mit den USA zusammenhängt. Die Vertreibung der Amerikaner von der arabischen Halbinsel wird zur Voraussetzung für eine gerechte und wahrhaft islamische Gesellschaft erklärt. Im Idealbild der Vereinigten Staaten von Amerika und deren Selbstverständnis findet diese gesellschaftliche Ohnmacht der Elenden das Gegenbild. Das alles verkörpert, was ihnen versagt geblieben ist und deshalb gehasst wird. Kosmopolitismus, Streben nach individuellem Glück und materieller Wohlstand. Wobei die USA als die global agierende wirtschaftliche und militärische Großmacht den konkreten Feind darstellen, der auch die Juden in Israel militärisch stützt und schützt, während die Juden die abstrakte Seite dieses Feindbilds darstellen, jene Seite, die hinter den Dingen steht und nicht zu greifen ist. Die Vorstellung der Antisemiten von der Rolle der Juden in der amerikanischen Gesellschaft wird im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September deutlich. Einer der Drahtzieher des Anschlags erwiderte auf den Vorschlag, einen Anschlag auf das jüdische Viertel in Brooklyn zu verüben, damit, dass er lieber eine große Explosion machen wolle, statt mehrere kleine in den jüdischen Vierteln. Die Mehrzahl der Menschen, so dieser Terrorist, die im World Trade Center arbeiten, sind Juden. Nicht ein Hauch jener kalten, instrumentellen Rationalität der USA, mit der in der Geschichte auch oft diktatorische Regime gestützt und unterstützt wurden, um ihre letztendlich ökonomisch vermittelten weltpolitischen Interessen durchzusetzen, lässt sich im Islamismus ausmachen. Der Islamismus entspricht viel eher jener blinden Masse, als die Walter Benjamin die Deutschen beschrieb. Mit tierischer Dummheit, aber ohne das dumpfe Wissen der Tiere. Die Verschiedenheit individueller Ziele ist der islamischen Welt belanglos geworden vor der Identität der bestimmenden Kräfte. Der Islamist kann sich nur dann als souveränes Subjekt denken, wenn er die Gemeinschaft der Korangläubigen an die Stelle setzt,
die in der Moderne doch das Kapital innehat. Doch das Kapital ist alles andere als ein konkretes Verhältnis zwischen Menschen. Vielmehr wird darin von dem allen Menschen verbindenden Interesse nach Individualität abstrahiert. Mit dieser Zwang zur abstrakten Gleichheit in den USA durch die Möglichkeit individuellen Glücks und Wohlstands für einige wenige, auf das aber alle hoffen bzw. von dem alle zumindest träumen dürfen, abgefedert, ist für den Islamisten dieser American Dream schon der Albtraum, da gerade dieses individuelle Glück ein aus der repressiven, abstrakten Gleichheit der islamischen Gemeinschaft hinaustreten bedeuten würde. Der Islamismus setzt stattdessen auf das Versprechen von individuellem Glück, er setzt statt auf das Versprechen von individuellem Glück auf eine breite Massenbasis. Diese erst ermöglicht ihm die negative Aufhebung der Klassengesellschaft, da die Gläubigen dabei ein und dasselbe Objekt an die Stelle des Ich-Ideals setzen und sich folglich vom Eigeninteresse verabschieden, heben sie ihr Ich negativ auf und begreifen sich nur noch als Teil der islamistischen Glaubensgemeinschaft. Hierin korrespondiert die Tatsache, dass für den Islamismus im Gegensatz zum Nationalsozialismus heute kein Führerbefehl mehr notwendig ist. Der Versuch, den Islamismus auf den Nenner Führer, wir folgen dir in Bezug auf Bin Laden zu bringen, missversteht dessen Führerprinzip, das vielmehr lauten müsste, Bin Laden, gehorche uns, so werden wir dir folgen. Schon vage Formulierungen, formulierte Aussagen eines Bin Laden ersetzen dabei den direkten Befehl, dass sich jedes Mitglied des islamistischen Kollektivs in Bin Laden wiederfindet. Sein Führungsanspruch verdankt Al-Qaida schließlich der Tatsache, dass sie nicht mehr beansprucht, als den gemeinschaftlichen Willen Ausdruck zu verleihen und dadurch die Allmachtsfantasien aller Gläubigen in seiner Omnipotenz in sich vereinigt. Die These von Joachim Bruhn, Deutsch ist, wer kapitalproduktiv arbeitet und politisch bis in den Tod loyal ist, trifft auch auf den Islamismus zu. In solcher Selbstaufopferung und Selbstverwertung für die Gemeinschaft findet sich auch die islamistische Ideologie wieder. Damit verkörpert die Gesellschaftstheorie der Islamisten die barbarische Verwirklichung eines Sozialstaats als Verwalter des kollektiven Elends. Während im islamistischen Recht oder im islamischen Recht immer die Gemeinschaft über das Individuum herrscht und von diesem jedes Opfer für die Gemeinschaft verlangt, ist das universelle Recht in den USA in erster Linie dazu da, um den einzelnen Subjekten zu ermöglichen, ihren individuellen Geschäften ungestört nachgehen zu können. Und die Gleichheit der Subjekte besteht in erster Linie darin, sich als gleichberechtigte Geschäftspartner gegenüberzustehen. Der islamistische Geist, der in der Form der medinensischen Gesellschaftsordnung und der Scharia zum Ausdruck kommt, fordert dagegen die Obsorge als Elendsverwaltung ein, um diejenigen, die den Hass der Gemeinschaft durch das Verfolgen von Eigeninteresse auf sich ziehen, unbarmherzig abstrafen zu können. Die Nichtigkeit der einzelnen Existenz wird dabei dadurch kompensiert, dass das eigene Leid moralisch verklärt wird und alles das, was an die eigenen Versagungen erinnert, verfemt, verfolgt und vernichtet werden muss. Damit sind gemeint weltliche Verlockungen, das heißt sexuelle Freizügigkeit, sinnlicher Genuss sowie individuelle Selbstverwirklichung, denen wird der Dschihad erklärt. Gerade die USA gelten den Islamisten als der Ort dieses sittlichen Verfalls, scheint es doch so, als ließen sich dort alle den Gläubigen selbst versagten Bedürfnisse erfüllen und realisieren. Im Anti-Amerikanismus, ähnlich dem Antisemitismus, wird der Widerspruch zwischen privaten und sozialgesellschaftlichen Interessen letztlich im kollektiven Feindbild der USA aufgehoben, indem der Eigensinn von Kapital und Arbeit auf einen äußeren Gegner projiziert und damit rationalisiert wird. Und damit bin ich auch am Ende. Dankeschön. Ja. Wenn auch die Leute hier links von mir, bitte.
Ja, gibt es Fragen oder Diskussionsbeiträge an den Referenten? Verständnisfragen? Also, ich glaube, man kann nicht Anti-Amerikaner sein, ohne Verschwörungstheorien mit einzubauen. Weil man ja immer sozusagen, also in dem Moment, wo man anfängt, sozusagen abstrakte Verhältnisse zu rationalisieren, indem man die auf etwas Konkretes projiziert, verändert man ja den Gegenstand, den man betrachtet. Also das hat ja nicht mehr mit rationaler Auseinandersetzung mit den USA zu tun, sondern damit, was die, wofür die USA vermeintlich stehen. Ich denke aber auf der anderen Seite, Verschwörungstheorien sind nicht notwendigerweise anti-amerikanisch. Also Verschwörungstheorien sind sicher ein größerer Komplex und gerade auch im Bereich des Antisemitismus, auch in anderen Bereichen aufzufinden. Wohingegen der Anti-Amerikanismus, glaube ich, der Anti-Amerikanismus aber sehr stark von diesen Verschwörungstheorien lebt. Also auch gerade nach dem 11. September hat man das ja mitbekommen, wie dann immer wieder versucht wird, vermeintliche Gründe dafür zu finden, warum diese Verbrechen begangen wurden oder sogar den USA direkt die Schuld zu geben nach dem Motto, die haben das selber gemacht, um Krieg anzuzetteln. Ich glaube, Anti-Amerikaner hängen immer Verschwörungstheorien dran, aber Verschwörungstheorien würde ich nicht mit Anti-Amerikanismus oder Antisemitismus grundsätzlich gleichsetzen, weil so problematisch sie in jeder Frage sind, ist natürlich nicht jede Verschwörungstheorie vollkommen wahnsinnig. Das heißt, bloß weil ich einer Verschwörungstheorie anhänge, heißt das nicht, dass sich nicht irgendjemand verschworen hat. Also es gibt ja tatsächlich Verschwörer. Aber dieses Bedürfnis sozusagen zur Verschwörungstheorie ist mit dem Anti-Amerikanismus, denke ich, immer nett. Also ich glaube, allein diese Projektionsleistung, die aufgebracht werden muss im Anti-Amerikanismus, lässt sich ohne das auch mittels Verschwörungstheorien zu kanalisieren, gar nicht so erbringen. Das wäre meine Theorie, aber ich bin jetzt auch kein Experte für Verschwörungstheorien. Den hattet ihr, glaube ich, mal hier zu Gast. Genossen von mir, oder? Flo Henze. Ja. Also nicht wir, aber hier im DJs. Oder der war ja hier im DJs zu Gast. Konkurrenzveranstaltung. Konkurrenzveranstaltung. Aber auf jeden Fall denke ich, dass man den Anti-Amerikanismus nicht von Verschwörungstheorien sozusagen loslösen kann. Ansonsten wäre es ja tatsächlich eine rationale Auseinandersetzung mit amerikanischer Politik und da ließe sich ja tatsächlich viel Kritik anbringen. Also ich würde auch unterscheiden zwischen Kritik an amerikanischer Politik und Anti-Amerikanismus. Also nicht jede Kritik an den USA geht daneben, also da kann man ohne Ende kritisieren. Da würde ich auch einen großen Unterschied machen zum Antisemitismus zum Beispiel, oder Antizionismus, der tatsächlich vollständig grundsätzlich erstmal in so eine irrationale Ecke und in so ein Ressentiment, auf dem Ressentiment fußt, wohingegen die Kritik an den USA durchaus sozusagen, sag ich mal, eine rationale Kritik sein kann. Also nicht alles, deswegen wollte ich mich auch nicht nur an Beispielen aufhängen, weil für die meisten Sachen, die Anti-Amerikaner hervorbringen, für viele Sachen, kommt das darauf an, was für ein Bedürfnis dahinter steht und wer die äußert und wo die geäußert werden, weil viele von den Sachen so völlig losgelöst aus dem Kontext erstmal durchaus treffend sein können für das, was die USA machen. Also braucht man sich ja nichts vormachen. Eine militärische Großmacht, eine ökonomische Großmacht, die die USA sind und die ihre weltpolitischen Interessen durchsetzen, ist natürlich auch mit allerlei Verbrechen sozusagen verbunden. Und es wäre meines Erachtens Quatsch, das zu leugnen in dem Sinne. Also deswegen, ich denke, ja, ich weiß nicht, ob das das wirklich beantwortet, aber... Mich würde interessieren, warum zumindest aus deutscher Sicht so eine
Affinität zu Obama bzw. zu den Demokraten besteht. Ist das so ein Bill Cosby-Faktor oder ist es einfach so dieses traditionelle demokratische Denken, dass man damit gegebenenfalls auch mit Obama ein neues Auschwitz verhindern könnte? Ich denke, es ist, dass man versucht, sozusagen sich Obama selbst zurecht zu konstruieren als den idealen, sag ich mal, Sozialstaat, Sozialdemokraten, der gegen das amerikanische Modell steht, der also quasi zum idealen Europäer erhoben wird, zu einem von uns. Das geht meines Erachtens an der Realität von Obama vorbei, ist aber das Bild, das man gerne hätte. Also er ist sozusagen der Vertreter des Europas in Amerika und das wäre meine einzige Theorie. Also ich glaube, es gibt so zwei Stränge. Die eine kleinere Strang hat in jeder Frage legt sich auf die Seite der Republikaner und ist der Meinung, dass sie sozusagen für ein Amerika, für ein ideales Amerika im Sinne der USA, also der Gründerväter stehen, wenn man so will, und dass das erhalten werden muss. Und das geht meines Erachtens auch sowohl an der Realität von Romney als auch der USA als Gesellschaft vorbei. Als auch auf der anderen Seite die größere Gruppe, die sozusagen eine modernisierte USA will, die im Grunde genommen einfach nur ein europäischer Sozialstaat ist und der Meinung ist, dass Obama sozusagen ein Vertreter der Seite ist, die sozusagen dann quasi die USA zu einem Sozialstaat im europäischen Modell umwandeln will und die Interessen der Europäer auch vertritt. Ich glaube, beides geht eben völlig vorbei an der Sache. Ich glaube, die USA, sowohl ob Romney oder Obama gewinnen, vertreten sehr eigenes eigene politische Interessen und haben beide Präsidenten hätten nur einen sehr eingeschränkten Handlungsspielraum. Also so viel ändert sich zumindest innenpolitisch in den USA gar nicht, weil die sich hier auch sehr gut gegenseitig blockieren können. Und außenpolitisch sieht es ähnlich aus. Also es gibt gewisse Differenzen, warum man den einen oder anderen vorziehen kann. Ich würde sagen, es gibt gute Gründe zu sagen, dass man Obama innenpolitisch vorzieht und Romney außenpolitisch. Aber diese Idealisierung der beiden Vertreter sozusagen der deutschen Öffentlichkeit und dieser quasi Endschlacht, die diesem Wahlkampf zugesprochen wurde, dass es darum alles geht. Das ist, glaube ich, so eine unglaubliche Projektionsleistung, die da vollzogen wird, dass man sozusagen einerseits so ein Ideal USA als Gegenpart zu Europa haben möchte und auf der anderen Seite sozusagen ein anderes Amerika, das quasi schon Europa ist. Und dass man denkt, wenn Obama gewinnt, dann werden die USA sozusagen den Weg der europäischen Interessen begehen und dann wird das die große Brüderschaft der europäischen und amerikanischen Sozialstaaten sein. Und auf der anderen Seite so, dass ein starkes Amerika, das sozusagen den amerikanischen Weg weitergeht, sozusagen für weltpolitisch uns vom Untergang rettet. Und ich bezweifle, dass es in beiden Fällen sozusagen die Erwartungen der Leute erfüllt werden. Aber ich glaube, die Projektionsleistung besteht darin, einfach bei Obama sozusagen das so aufzumachen, der ist halt quasi wie wir Europäer, der denkt wie wir Europäer, der ist halt sozusagen weltoffen wie wir Europäer. Und er hat natürlich dieses, etwas eloquentere Zugehen auf die Europäer. Obama ist sehr gut, sozusagen den Europäern zu vermitteln, so ich bin der eloquente, weltoffene Mensch, ich beschäftige mich differenziert mit der Weltpolitik, ich bin nicht so borniert wie meine Konkurrenten, darauf fahren die Europäer wahnsinnig ab. Wenn die Republikaner relativ wenig Interesse daran gezeigt haben, sozusagen den Europäern Honig ums Maul zu schmieren und entsprechend auch die Rechnung der europäischen Medien und der europäischen Öffentlichkeit serviert bekommen. Aber letztendlich halte ich die gesamten Positionierungen in Deutschland oder in Europa zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, weil ich habe relativ wenig gelesen, was dem substanziell irgendwie viel hergegeben hat. Also es schien mir da so in Europa noch ein viel, also amerikanische Politik wird sehr stark entlang von Fronten und sehr scharf geführt. Ich habe aber das Gefühl, die Europäer nehmen das noch viel ernster und haben das Ganze noch verschärft und fürchten, dass Romney ganz Schlimmes über die Welt bringt, wenn Obama sozusagen eine neue Ära des Wohlstands einläuten wird. Und jetzt sind ja auch schon alle enttäuscht. Und die richtigen Anti-Amerikaner sind natürlich sowieso der Meinung, dass selbst Obama ein ganz furchtbarer Verbrecher ist. Quasi ein Wolf im Schafspelz. Also insofern, ich glaube einfach, dass Obama sich sehr gut verkauft als sozusagen Vertreter eines europäischen Sozialstaatsmodells. Ich denke, das ist das Bekannte, das ist das, was man kennt, das ist sozusagen das andere Amerika, das quasi europäisch ist. Und das ist sozusagen der Traum der Europäer, dass wieder sozusagen die USA sich ihnen wieder angleicht und nicht sozusagen als der mächtige Gegenpart auf der anderen Seite des Atlantiks ihm gegenübersteht.
Großbritannien wird das auch ein bisschen anders gesehen. Großbritannien ganz froh ist über die guten Verbindungen zu den USA und dass die USA nicht so gut zu den anderen, mit den anderen Europäern stehen. Weil Großbritannien ja auch diese Ausnahmestellung in Europa ein bisschen für sich in Anspruch nimmt. Aber letztendlich müssen wir die Leute selber fragen, also, was sie an Obama so toll finden. Ja? Wir leben in einem Zeitalter, wo Stefan Raab irgendwie Wahlkampfdebatten moderieren soll, damit die Leute sich dafür interessieren. Also man darf ja auch nicht dieses popkulturelle Element unterschätzen. Wenn man die Politik von Kennedy betrachtet, dann ist er absolut kein Präsident des Friedens und der Weltoffenheit. Aber er ist halt ein Star. Also für die Europäer ist Kennedy ähnlich wie Obama ein ganz toller Mensch. Selbst in den USA wird vergessen, dass Kennedy unter anderem den Vietnamkrieg geführt hat. Und ähnlich ist es hier, so George Bush ist halt so die ganz böse, dämonisierte Figur von Obama. Also die Kriege, die er von diesen Leuten hier in Europa kritisiert, werden auch weitergeführt. Auch unter Obama werden mit Drohnen Terroristen beseitigt. Und andere Geschichten, da spielt das aber nicht so eine Rolle, weil er ist halt so die schillernde Figur, auf die man setzt in Krisenzeiten. Er hat keine vernünftigen Konzepte, wie diese Krisen zu lösen sind, aber Hauptsache er ist da sozusagen. Hauptsache man hat jemanden, der so ein bisschen schillern und so ein Star ist, zu dem man aufblicken kann und von dem man sich erhoffen kann, dass er irgendwas verändert. Ich glaube, das ist auch so eine natürliche Geschichte bei Menschen. Wenn irgendjemand so den netten Vater raushängen lässt, dann vertrauen die Leute ihm viel schneller, als wenn jemand einfach störrisch da sitzt und mürrische Antworten gibt. Dann geht man davon aus, dass der eine, weil er viel schwätzt, irgendwie was zu sagen hat und dem anderen spricht man die Kompetenz ab, weil er sich irgendwie nicht besonders kommunikativ zeigt. Und auf größerer Ebene ist das einfach so, Obama ist halt ein Popstar. Irgendjemand, also Obama ist größer als sein Programm, also sein politisches Programm hat, wer in Europa hat eine große Ahnung, was Obama tatsächlich für ein politisches Programm vertritt? Kaum jemand. Also auch dieses sozusagen diese Entscheidungsschlacht zwischen dem solidarischen Wir und dem Amerika von vor 100 Jahren und so, das ist natürlich totaler Käse. Und das steht in einem der größten, meistgelesenen Zeitschriften in Deutschland. Und das sagt ja schon alles darüber aus, inwiefern es da wirklich um politische Programme geht und eine Auseinandersetzung oder inwiefern da einfach nur sozusagen so eine mystische Galionsfigur so positiv besetzt ist, auf die man sich berufen kann. Da wird ja auch alles so reingepresst. Also das, was ich auch hatte, so das andere Amerika wird sozusagen auf Obama projiziert und in dem sieht man dann alles, was man sozusagen selber sich wünscht für die USA. Und ich sehe da, also ich glaube nicht, dass es noch lange anhalten wird persönlich. Ich habe das Gefühl, eine zweite Präsidentschaft ohne die Errettung der Welt wird man ihm auch nicht verzeihen. Aber man wird trotzdem immer befürchten, dass die schlimmen Cowboys der Republikaner kommen und alles zunichte machen. Das ist sozusagen das Letzte, worauf er noch setzen kann. In den Sympathien in ein paar Jahren. Abgesehen davon, dass
Obama ja auch aus einer sogenannten Millionärsfamilie kommt, perspektivisch, ich werde bald Vater, kannst du es lohnen, sich nochmal nachzulegen, in der Hoffnung, dass Jeb Bush vielleicht als Präsidentschaftskandidat, fernab von irgendwelchen religiösen Spinnern wie Romney, für die Republikaner antreten wird, wie würdest du es einschätzen? Was für einen Überblick? Besteht Hoffnung, dass ein anständiger Präsident auch mal für die Republikaner antreten könnte? Keine Ahnung, das hängt davon ab, wie sich das bei den Republikanern entwickelt. Aber ich glaube auch nicht, dass es so viel Unterschied macht. Ein vernünftiger Kandidat, der zum Präsidenten wird, wird unter den gleichen Zwängen leiden und die gleichen unpopulären Entscheidungen in vielen Fragen treffen müssen. Ja, was ja auch schon ein Unterschied zwischen George Bush und Mormone Romney, oder? Das mit Sicherheit. George Bush hat wenigstens als Jugendlicher sich die Birne weggeschossen. Das müssen wir auch zugute halten. Das zeigt zumindest, dass er irgendwas vom Leben mitgenommen hat, was bei Romney leider nicht erfolgt hat. Ich sag mitgenommen, nicht weitergeführt. Abgesehen davon, dass ein betrunkener, feiernder Präsident wahrscheinlich auch nicht unbedingt das wäre, was man sich so wünscht. Nein, das kann ich nicht beurteilen. Also es gibt so viele Unwägbarkeiten in den Fragen. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, wie die amerikanische Politik der nächsten 2 Jahre aussieht. Geschweige denn, wer sozusagen als Hoffnungsträger in Frage kommt. Momentan ist, würde ich sagen, die amerikanische Politik in einem ziemlichen Stillstand und ziemlich festgefahren. Ich weiß auch nicht, wie sie da nochmal rauskommen will in naher Zukunft. Aber vielleicht um. Als Egoismus der Europäer. Ja, aber es ist ja trotzdem eine Projektionsleistung in der Hinsicht, dass auch ein republikanischer Präsident gezwungen wäre, mit Europa zum Beispiel Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Einfach aus dem Grund heraus, dass man sozusagen gegen China und Russland, die als Großmächte vor allem ökonomischer, aber auch militärischer Bedeutung gewinnen, sowieso der nordamerikanische und der europäische Raum zusammenfallen, Stück für Stück. Also, das ist ja nicht so, dass Obama sich da groß öffnet und sagt so, wow, wir überlegen, ein Freihandelsabkommen mit den Europäern zu treffen. Und Romney hätte gesagt, machen wir auf keinen Fall. Sondern es sind, sag ich mal, strukturelle Zwänge, die dazu führen. Und wenn Obama das macht, wird ihm das hoch angerechnet. Aber das was er bezeichnet, ist, alle feiern Obama ab als der Mann des Wirs und des Solidarischen. Da muss man sich natürlich fragen, was ist denn von seinem Gesundheitsprogramm in den USA übrig geblieben? So gut wie gar nichts. Also er ist ja gescheitert mit seinem Programm. Also auch mit dem Programm, dem man vielleicht zustimmen würde und sagen würde, die sind eine große Verbesserung innenpolitisch für große Teile der Bevölkerung. Er ist ja völlig gescheitert an allen Seiten. Und trotzdem finden diese Wahlen statt und die Leute tun so, als wenn jemand, der 4 Jahre mit seinem Programm gescheitert ist und unabhängig davon, ob das jetzt blockiert wurde von den Republikanern oder nicht, er war nicht in der Lage, seine Versprechen einzulösen. Warum sollte man ihn jetzt sozusagen wieder abfeiern, dass er irgendwas rettet? Hat er ja nicht. Das ist bizarr, aber ich bin auch kein Experte für amerikanische Politik. Insofern kann ich diese ganzen Fragen auch nur auf einem Stammtischniveau hier beantworten. Da muss sich jeder selber seinen Kopf drüber machen. Meines Erachtens ist er gescheitert mit seinem Programm und es gibt keinen Grund zu glauben, dass er das in Zukunft nicht tun wird und dass Romney jetzt keine Figur ist, bei der man sich dachte, der wird den Karren aus dem Dreck ziehen, das ist eine andere Sache. Aber im Normalfall ist die Reaktion eines vernünftigen Menschen, wenn ich sozusagen sehe, da ist nicht zu holen, dann betreibe ich keinen großen Wahlkampf oder dann schmeiße ich mich da nicht rein ins Getümmel, sondern beschäftige mich mit anderen Sachen, zum Beispiel mich zu betrinken oder ich weiß nicht. Aber das scheint ja als Alternative hier in Deutschland nicht in Frage zu kommen. Zumindest hat jeder dazu eine Meinung. Das ist sehr schräg. Ich kann kaum in der Bahn von meiner Arbeitsstelle nach Hause fahren, ohne dass ich irgendjemand mindestens 3 Sitze weiter, zumindest während der Wahlkampfzeit, irgendeinen Schwachsinn absondert. Das finde ich einfach grauenhaft und das ärgert mich. Da fühle ich mich in meiner Privatsphäre belästigt und
Gut. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte. Es gibt sicher vielleicht auch hier im Raum größere Experten für amerikanische Politik. Ich bin's nicht. Also wenn irgendjemand einen tieferen Einblick hat oder so, können wir gerne nach vorne treten. Ich kann die ganzen Sachen nicht beantworten. Also weitere Beiträge, Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich bei dir für den Vortrag und für die Diskussion, bei euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zum September oder Oktober, bis zu unserer nächsten Veranstaltung. Vielen Dank.